Hallo, grüß euch. Daher jetzt gleich Ostern ist, machen wir jetzt einen ganz einfachen Karottenkuchen. Und zwar habe ich da 6 Eiweiß aufgeschlagen mit der Prise Salz. Den stellen wir jetzt auf die Seite. Da habe ich die 6 Dotter drinnen. Da tun wir jetzt den Zucker dazu. Abrieb von einer Zitrone. Wer eine Zitrone daheim hat, soll es Zitrone abreiben. Ich habe immer den Abrieb von der Schale, den mag ich total gern. Und ich tue immer noch eine Prise Zimt dazu. Zimt ist bei Karotten immer ganz gut. So ein Viertel Kaffeelöffel oder wer gern mag, Zimt ein bisschen mehr. Und das schlagen wir jetzt ganz hell gelb auf. Ich lasse das jetzt allein aufschlagen und zeige es euch noch, wie es ausschaut. Und dann braucht man eigentlich nur mehr, die Karotten habe ich schon gerieben. Mehl, Karotten und alles und Nüsse, die habe ich auch schon gerieben. Und die tun wir alles nur mehr zusammenmischen und ab ins Backerl. Ich tue das jetzt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und dann bin ich wieder bei euch. So, ich habe das jetzt hell aufgeschlagen. Ich zeige euch das, wie das ausschaut. Und zwar soll das so ausschauen. So richtig schön hellgelb aufgeschlagen. Ich tue immer zuerst in den Schnee, weil dann brauche ich den Quirl nicht abwaschen. Da habe ich die Nüsse rein und da tun wir jetzt das Mehl dazu. Das tun wir vermischen. Dann tun wir da die Karotten dazu. Ich tue das jetzt auf die Seite, dass ihr das seht. Das tun wir da auch vermischen, dass sich es nachher schöner verteilt im Kuchen. Und jetzt brauchen wir es noch nur mehr alles zusammenmischen und fertig. Die Form ist eine 26er Form und habe ich mit Backbrennfett ausgefettet. Schaut dann so aus. Das müsst ihr ein bisschen schön vermischen, weil nicht dass ein Batzen Karotten irgendwo drinnen sein, sondern das soll sich wirklich schön vermischen. Das sind Haselnüsse, Karotten und Mehl gemischt. Dann tun wir einen Teil von den Karotten da rein. Und einen Teil vom Schnee. Ich tue das immer einzeln. Von dem ein bisschen und von dem ein bisschen. Und das tun wir jetzt schön da unterheben. Und dann wieder Karotten und Schnee dazu. Das erste Mal könnt ihr es ein bisschen flotter verrühren und dann ein bisschen langsamer. Schön unterheben. Jetzt kann man das einigen und den Schnee dazu, den restlichen. Schaut so einem gleich aus, gell? Wegen so ein bisschen am Kuchen. Aber es geht nicht anders. So, das vermischen wir jetzt schön. Das ist alles gewesen. Und wenn er da fertig ist, dann lassen wir ihn auskühlen und dann machen wir uns eine gute Zuckerglasur drauf. Ich finde immer, beim Karottenkuchen ist am besten eine Zuckerglasur. Es könnt ihr auch Frischkäse-Topping aufhören. Ich weiß nicht, mir schmeckt die. Das ist so irgendwie erfrischend, die Zitronenglasur. Die tun wir nachher schön auf. Und fertig ist der Karottenkuchen. Den backen wir jetzt so 40-50 Minuten. Da machen wir dann die Stäbchenprobe. Und dann sehen wir, jetzt schaue ich, ob gerade alles schön. Karotten.
Krabbenkuchen, Ostern ist halt immer gut, gell? Gehört einfach dazu. Ist schnell gemacht, mag jeder, ist saftig. So, und den tun wir jetzt 40-50 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann lasse ich ihn auskühlen und dann bin ich bei euch, weil dann machen wir zusammen die Zitronenglasur. Gell? Viert euch dabei. So, da bin ich wieder. Grüß euch. So schaut die Karottentorte aus. Super schön geworden, gleichmäßig. Ich habe jetzt da einen Löffel Marmelade und einen Tropfen Wasser heiß gemacht. Und da tue ich die Karottentorte einstreichen. Dann ist sie ein bisschen versiegelt und bleibt saftig. Und dann machen wir die gute Glasur, die Zitronenglasur. Einfach dünn einstreichen, dann bleibt sie einfach schön saftig. Da braucht es nur so einen Löffel Marillenmarmelade und einen Tropfen heißes Wasser. Und das lassen wir jetzt ein bisschen einziehen. Und inzwischen machen wir die Glasur. Und zwar, ich tue dann nachher wieder in den Ofen um. Dann bleibt sie schön oben. Da habe ich drinnen einen Staubzucker. Ich schreibe natürlich das genaue Rezept rein. Gell? Und da habe ich jetzt leider keine Zitrone daheim. Und deshalb nehme ich jetzt einen reinen Zitronensaft. Das ist frisch gepresster Zitronensaft. Da haben wir zuerst 3 Löffel. Und dann schauen wir, ob das genug ist. Weil zu flüssig soll es nicht werden, aber auch nicht zu fest. Da vertrage ich noch einen Löffel. Also zwischen 3 und 4 Löffel braucht es von dem Zitronensaft. Und das tun wir jetzt dann über Wasserdampf auf 40 Grad erhitzen. Und dann ist sie real. So ist super. Und ich tue das jetzt, die Kamera ausschalten, weil das dauert jetzt ein bisschen. Ich beobachte es auf 40 Grad. Und dann bin ich wieder bei, dann schalte ich ein und nachher tun wir das drüber. Gell? Sobald das 40 Grad hat. Das hat es bald einmal, sobald das Wasser anfängt kochen. Gell? Bin gleich wieder bei. So, das hat jetzt 42 Grad. 2 Grad zu viel, deshalb habe ich es jetzt eine Sekunde stehen lassen. Und jetzt muss es jetzt genau passen. Ja, genau. Und das ist jetzt ganz einfach, weil es sehr flüssig ist, darum lasse ich es im Ring drinnen und schütte es da drüber. Und das wird, sobald es auskühlt, wieder fest. Und so ist es super schön glatt. Ich mache jetzt eine Dekoration und dann tue ich es dekorieren, tue es fotografieren. Super schöne Ostertorten, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns wahrscheinlich nach Ostern wieder und schönen Feiertag und danke fürs Zuschauen und für dich alles Gute.